Das ist meine Kamera. Ja, herzlich willkommen heute Abend hier im Sportstudio Body Business. Nochmal ein frohes neues Jahr für alle, die wir dieses Jahr noch nicht gesehen haben online. Wir treffen uns heute wieder hier zum Live-Talk, das erste Mal im neuen Jahr. Im Live-Talk von Body Business, was wir letztes Jahr schon einige Male gemacht haben und haben Mitglieder aus euren Reihen eingeladen, um einfach mal die Erfolgsgeschichten zu hören, die notwendig sind, dass da draußen die Leute verstehen, wie wichtig es ist und wie möglich es auch ist, etwas für seine Gesundheit zu tun. Und welche tollen Gäste, wir haben ja immer tolle Gäste, aber welche tollen Gäste wir heute Abend hier haben, das seht ihr gleich. So, da bin ich schon wieder und dann stelle ich mal unsere Gäste vor. Wir haben die Familie Montini hier, einmal die Sigrid Montini und den Joachim Montini, hallo, die sehr gerne heute Abend hier sind, um ein bisschen zu erzählen. Ich fange mal beim Joachim an. Seit wann seid ihr hier? Wann seid ihr zu uns gekommen? Was habt ihr für Erwartungen gehabt? Was war der Grund, warum ihr hergekommen seid? Und was habt ihr dann erlebt? War das der Erwartung entsprechend oder war es anders? Und vor allen Dingen, warum seid ihr immer noch da? Also wir sind jetzt seit 6 Jahren Mitglied in deinem Studio oder in dem Studio. Und es ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, mich zu überwinden, trainieren zu gehen. Aber du hattest eine Anzeige geschaltet, ich glaube im Wochenspiegel war es. Und meine verschiedenen Krankheiten, die da waren, das war der Zucker. Ich war kurz davor, mich zu spritzen. Ich hatte schwere Depressionen im Frühjahr. Ich hatte ziemlich starkes Übergewicht. Ja. Ich habe nachts eine Apnoe-Maske tragen müssen, weil ich nicht schlafen konnte oder immer wach geworden bin, starke Geräusche gemacht habe. Ich bin trainieren gegangen. Natürlich ist mir das schwer gefallen. Ich hatte damals noch 40 Kilo mehr auf den Rippen. Das war schon das ist ordentlich, ja. War ziemlich viel. Am Anfang ist mir schwer gefallen. Es war eine schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht nachher. Wenn man sieht auf der Waage, dass das Gewicht nach unten geht, man freut sich über jedes Kilo. Wie ich dann so an die 100-Kilo-Grenze kam, war ich natürlich happy, yippee-yay, geschrien. Das war toll. Ich muss sagen, die Trainer haben mir auch sehr viel Mut gemacht und haben mich super unterstützt. Es war noch im alten Studio. Wir haben an jedem Kurs teilgenommen, wo ging. Wir haben alles mitgenommen, wo ging. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe viel gelernt. Ich habe meinen Blutdruck in den Griff bekommen. Ich habe meinen Zucker in den Griff bekommen. Ich brauche keine Tablette mehr. Ich brauche gar nichts mehr. Also du hast die ganze Zivilisationspalette gehabt. Also wenn ich genau. Übergewicht 40 Kilo, Diabetes diagnostiziert, Bluthochdruck gehabt und psychisches Leiden auch schon nah an der Depression. Das ist ja so die ganze Disziplin. Die ganze Palette. Ja. Seitdem kommen wir trainieren. Wenn Urlaub ist, sind wir mal nicht da. Das ist logisch, das ist klar. Und wir warten jetzt halt wieder drauf, dass dringend das Studio aufgemacht wird. Ich brauche es einfach wieder, um meine Diabetes weiter im Griff zu haben. Weil wenn du nur zu Hause bist, wir sind viel unterwegs mit dem Hund. Wir gehen viel spazieren. Wir haben einen neuen Hund bekommen und der fordert uns schon ganz schön. Wir laufen auch sehr viel, viele Kilometer am Tag. Es macht Spaß, aber ich vermisse das Studio. Ich vermisse das Trainieren. Ich vermisse die Menschen hier. Ich vermisse die Unterhaltung, ich vermisse den Blödsinn, den ich gerne mache. Ich glaube, dafür bin ich bekannt. Ich vermisse einfach alles. Und das fällt schon schwer, wenn man so lange drauf warten muss. Und deswegen freue ich mich auf den Tag, wenn es eigentlich wieder losgeht hier. Und ja. Ich bin eigentlich von der Ungeduld. Ja. Du bist jetzt noch einer von den wenigen unserer Mitglieder, die wirklich darauf achten, dass sie aktiv bleiben in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ob das mit dem Hund rausgeht ist oder ob das, auch wenn man keinen Hund hat, trotzdem rausgeht. Ja. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn es früh dunkel ist, wenn es kalt ist, wenn es nass ist. Aber selbst wenn man es macht, auch die Videos, die wir machen, es ist natürlich nicht dasselbe. Wir können nicht mit den Intensitäten, mit den Reizwechseln arbeiten, wie ihr das im Studio gewöhnt seid. Und dann kommt natürlich noch die soziale Komponente dazu. Es ist auch ein Stück Freizeit, die man nicht mehr hat. Ja. Ja. Ich muss natürlich dazu sagen, ihr habt wunderbare Trainer, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, hey Monty, du machst das falsch, das musst du richtig machen, du musst das so machen, so machen.
Das brauchst du natürlich auch. Wenn du das nicht hast, die Unterstützung von der Seite, bist du aufgeschmissen. Ja. Ja. Und die war da oder ist da. Das hat Spaß gemacht. Und wir sind dann immer mehr trainieren gegangen und halten das durch und werden das auch noch, ich glaube, noch längere Zeit machen. Ja, das würde mich natürlich auch sehr freuen. Ja, was die Trainer angeht, sie sind natürlich alle handverlesen. Da achten wir schon sehr drauf. Aber wir haben vor allen Dingen Leute, die nicht nur eine hohe Kompetenz haben, sondern auch eine hohe Leidenschaft. Also die wollen auch, dass unsere Mitglieder Erfolg haben. Und das sind eben auch zwei unterschiedliche Faktoren. Nicht nur zu wissen, wie man es geht und das technisch anleitet, was schon eine klare Struktur in einem Unternehmen bedeutet, wie ein Fitnessstudio, sondern dass eben die Aufgabe der Trainer es auch ist, zu sagen, komm, mach mal ein bisschen mehr, komm mal ein bisschen öfter und auch den Spaß vermittelt, dass man gerne kommt. Ja, dass aus dem Anfänglichen, was du gesagt hast, es ist dir schwer gefallen, diese Hürde zu nehmen und zu starten. Kein Mensch bleibt, also die Menschen kommen, weil sie zum Beispiel Rückenprobleme oder Übergewicht haben, aber die Leute bleiben, weil es ihnen Spaß macht. Ja, weil ja, sie ich glaube, wenn es uns keinen Spaß machen würde, wären wir nicht mehr hier. Wir sind, wie gesagt, 6 Jahre da, wir bleiben auch noch hier, wir gehen nicht weg. Und die Unterstützung ist toll, ich kann nur sagen, also uns gefällt es, wir bleiben. Das ist, wir warten wieder drauf, dass es wieder losgeht. Dann danke ich dir, Joachim, und dann lassen wir auch mal deine liebe Frau zu Wort kommen. Wie war das denn bei dir am Anfang? Wart ihr da gleich einer Meinung, jo, wir gehen jetzt mal ins Fitnessstudio? Oder wie sah das aus? Und was war dein Beweggrund und was hast du erlebt? Erzähl du mal. Ja, also ich war komplett dagegen. Ganz klar. Echt? Komplett dagegen? Komplett dagegen. Du wolltest gar nicht. Du spitzt dich, geht da doch nicht hin. Ich muss sagen, ich bin war zumindest früher ein komplett unsportlicher Mensch. Außer Schulsport war es das dann. Das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Schon ein bisschen länger her, genau. Du bist und nicht zufällig das Lehrerin. Nee. Und schon gar kein Sportlehrer. Nein. Also Sport war irgendwie nie so mein Ding. Und als er dann ankam, so von wegen dahin zu gehen, dachte ich, nee, also Fitnessstudio, nee, das war nichts für mich. Nee, also kann ich mich nicht anfreunden. Ihr wart auch vorher noch nie in einem Fitnessstudio? Nein. Vorher? Das ist das erste Mal. Ja. Aber er hat mich dann so ein bisschen unter Druck gesetzt und erpresst. Er hat gesagt, wenn ich nicht mitgehe, dann geht er auch nicht und so. Ne? Naja, dann ist ja gut, ich gehe mal mit. Ich bleib so im Hintergrund, ich gucke mir das an. So von der Tür aus, so ungefähr. Ich gucke da erstmal so, was da so abgeht. Was war der erste Eindruck? Kannst du dich noch daran erinnern? Als du ja, reinkamst? Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich habe dann mal geguckt und habe mal die vielen, wenn ich das jetzt so sagen darf, grauen Köpfe da gesehen und dachte, okay, gar nicht so schlimm, ne? Also, da sind noch ältere. Ja, nach dem Motto, ja. Also, da kann ich mich vielleicht hintrauen, so ungefähr. Ja, du hast wahrscheinlich gedacht, weil wir wären immer so Menschen, die... Ja, was man halt so vielleicht sich vorstellt, ja, so Bodybuilder Boxen und, halt, ne? Oder so Mädels, schöne ne, so... Menschen. Ja, ja, ja. Also wir haben sowieso aber, nur schöne Menschen, aber nicht... Wir haben ja dann den Fitnessführerschein mitgemacht und haben trainiert und bei mir hat es auch funktioniert. Was war ein Fitnessführerschein? Erklär das mal vielleicht für die, die es nicht kennen. Wenn das Video geteilt wird, gibt es ja auch vielleicht nicht viele, ja, die das sehen. Was ist das? Also Fitnessführerschein fand ich schon ganz toll. Man weiß zwar vieles, was du da erzählst, aber wenn man es nochmal hört und nochmal in die Erinnerung kommt, sagt man, ach ja, stimmt, da ist sowas, das stimmt. Das hat Auswirkungen auf die Bewegung, auf die Ernährung, wie auch immer, wie das alles so zusammenspielt im Körper. Mhm. Und wenn man es dann praktisch ja auch selbst miterlebt, man hört es im Fitnessführerschein, man macht draußen die Trainings und spürt es dann selber, dass es gut tut und dass es wirkt, das ist natürlich die optimale Verbindung. Ne? Und dann hat es halt auch geklappt. Ich meine, bei mir waren es keine 40 Kilo, ich habe 18 Kilo damals abgenommen, aber das war dann auch schon für mich ein großer Erfolg. Für mich war es auch wichtig, dass ich meine Beweglichkeit erhöhen konnte. Ich hatte jetzt nicht so diese gesundheitlichen Probleme, aber ich hatte mehr Knieprobleme, Rückenprobleme und ich muss sagen, mittlerweile habe ich nicht mehr vor irgendeiner Treppe, die ich da sehe, Angst und stehe erstmal vor der Treppe und überlege jetzt, wie gehe ich am besten jetzt die Treppe da hoch, sondern jetzt denkt man nicht mehr drüber nach, jetzt kann ich auch Treppen laufen. Ja. Und das war vorher nicht so. Ich weiß noch, wie es war, wenn man spazieren oder wandern war. Ja. Ich kann nicht so weit, meine Knie, gab Probleme beim Wandern, weißt du es noch? Ja. Und jetzt, wir laufen 10, 15 Kilometer, tun mal vielleicht Füßchen weh oder was, aber
Es sind keine Probleme mehr, es ist nichts mehr da. Ja, und es ist ja nicht so, dass die Arthrose jetzt besser geworden ist. Das ist ja nicht, ne? Ich habe in beiden Knien starke Arthrose. Aber toi, 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 bis jetzt komme ich um eine OP rum und das ist für mich das Wichtigste. Ja. Du hast es gerade mit dem Fitnessführerschein erwähnt. Ja. Das ist natürlich ganz bewusst unser Einstieg für alle neuen Mitglieder, dass die erstmal wissen, worum es geht, weil es kommt unterschiedliches Wissen hier rein und deshalb müssen wir bei der Basis anfangen. Manches weiß man schon, wie du gesagt hast, manches eben nicht. Und ganz schlimm ist es, wenn man etwas Falsches weiß. Ja, also gibt es so Binsenweisheiten, die wir richtigstellen müssen, gerade im Bereich Ernährung. Ne? Regelmäßige Diäten machen, damit man immer schön schlank bleibt. Das ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Regelmäßige Diäten, wisst ihr schon, führen dazu, dass man immer dicker wird. Das ist das beste Trainingsprinzip für Fettpolster. Und all diese Hintergründe auch mit den physiotherapeutischen Hintergründen. Ne? Warum habe ich Knieschmerzen? Wie kriege ich die wieder weg? Mhm. Und wenn man das weiß, dann trainiert man auch ganz anders. Und die Trainer haben auch einen besseren Zugriff, weil sie nicht mit Erstklässlern reden, sondern mit Leuten, die es verstanden haben, wie es funktioniert, die gesehen haben, wie sie ihre Möglichkeiten dann auch hier umsetzen können. Und dann hat man ein Ergebnis. Und wenn man ein Ergebnis hat, wenn es einem gut geht und noch weiß, wie es mal anders war, dann will man das auch nicht mehr hergeben. Ne? Das Schöne ist, den Fitnessführerschein, den haben wir jetzt schon zwei oder dreimal mitgemacht. Ja. Und er ist immer wieder interessant. Das höre ich ganz oft von Wiederholungstätern. Wir laden euch ja immer wieder ein, vielleicht auch mal nach ein paar Jahren noch mal reinzugehen. Und die Aussage, die ganz oft getroffen wird, ist, ich habe beim zweiten Mal mehr mitgenommen als beim ersten Mal. Beim ersten Mal ist so viel Neues, da bleibt nicht alles hängen und man hat keine Praxiserfahrung. Wir waren noch nie in einem Fitnessstudio. Jetzt trainiert man, jetzt versteht man die Zusammenhänge und wenn man das zweite Mal reingeht, kann man das nochmal viel besser nachvollziehen. Und das gibt in der Regel dann auch nochmal einen Trainingsschub. Ne? Dann wechselt man nochmal das Training, macht es vielleicht intensiver, kümmert sich nochmal um die Ernährung, weil es wieder aufgefrischt wird und all diese Dinge. Ja, gut. Wir hoffen natürlich, dass es auch für euch und nicht nur für uns so schnell wie möglich weitergeht und all diese Sachen. Achso, vielleicht noch eine Frage. Jetzt seid ihr ja wie lange nicht mehr im Training? Wir haben ja schon zwei Lockdowns, dann haben wir noch einen tollen Sommer hinter uns. Was ist in dem letzten Dreivierteljahr passiert an Training bei euch? Wir waren im Oktober das letzte Mal hier, kurz bevor dann die Schließung war wieder. Ja. Ende Oktober oder Anfang November oder so. Ja, ja, Ende Oktober. Ja. Wir waren bis März in Urlaub erstmal. Oder im März waren wir in Urlaub. Dann war Lockdown. Da war Lockdown, da war nichts. Da konnten wir nicht trainieren gehen. Dann waren wir ein bisschen da. Und dann waren wir im Oktober nochmal in Urlaub. Das war gerade nochmal so eine Zeit, wo wir nochmal weg konnten. Mhm. Bevor es dann ja wieder Schluss war. Ja, und seitdem sind wir zu Hause. Ne? Merkt ihr das im Alltag? Gewicht, Beweglichkeit, Kraft, Müdigkeit? Müdigkeit eigentlich nicht, aber beim Gewicht merken wir es. Also ihr habt ja gesagt, ihr macht noch viel zu Hause. Wir sind viel unterwegs, wir sind viel draußen, aber abends, ich habe 6 Kilo bestimmt zugenommen, 7. Ja. Ja. Aber wenn das wieder losgeht, sind die auch wieder schnell unten, weil dann geht man trainieren. Und obwohl ihr viel Bewegung draußen habt, daran sieht man auch, wie entscheidend das Krafttraining für den, nicht nur für den Abnehmprozess selber ist, sondern eben auch für das Halten des Gewichtes. Ne? Das merkt man sofort, wenn man nicht trainieren geht. Also ich habe das Gefühl, ich habe das sofort, wenn ich eine Zeit lang nicht trainieren war, merkst du das, ob das auf der Waage ist oder an dem Bewegungsablauf, es ist anders, es ist einfach anders. Ich kann es nicht erklären, wie, vielleicht fällt es schwerer oder was, aber es ist anders. Und du fühlst dich wohl, wenn du trainieren gehst und wenn du trainieren warst und hast eine ordentliche Leistung gebracht im Training, dann gehst du hier raus, da meinst du gerade, du wärst so richtig, wie so ein kleines Muckimännchen, sag ich mal, so, du fühlst dich frisch, du fühlst dich frei, das ist einfach super. Hat ja auch viele Hintergründe. Einmal, dass die Muskulatur erschöpft ist, wirkt ja auch parasympathisch auf den Entspannungsteil. Ja. Das messen wir auch, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mal irgendwann den Gesundheitsmanager, dieses Belastungs-EKG, IKG, dann die Blutdruckmessung, NASA-Technologie, was wir machen, wo man wirklich sehen kann, was das Training bedeutet. Da fährt die Herzvariabilität runter, die Blutdruckregulierung ist nach dem Training ganz unten. Das ist auch dieses Gefühl, wenn ich rausgehe, nicht nur das Gefühl, schön, dass es vorbei ist, sondern spürbar geht es einem besser. Ja, ja. Und dann gehst du auch mit einer anderen Haltung raus. Ne? Das können natürlich nur der nachvollziehen, der es auch mal gemacht hat, der sich mal getraut hat, das zu tun. Und weil dieses Wissen auch da draußen nicht ist wie elementar, Training auf die eigene Gesundheit spürbar und sichtbar und messbar wirkt,
Das zeigt auch ein Beispiel aus der Schweiz. Wir haben euch auch eine E-Mail wie allen Mitgliedern zukommen lassen. Ein Schweizer Studio hat alle seine Mitglieder angeschrieben, was wir jetzt auch gemacht haben, mal nachgefragt, wie geht es euch denn nach so einem langen Lockdown? Gibt es wieder Beschwerdebilder? Gibt es vielleicht wieder Arztbesuche? Musstet ihr wieder zum Physio? Tut der Rücken weh oder das Knie? Habt ihr wieder Verspannungen? Ja, oder gerade auch die psychischen Beschwerdebilder, die wieder auftauchen. Ne? Und die haben so viel Zuschriften bekommen, hunderte von Zuschriften aus ihren Mitgliedern, die sehr erkenntnisreich waren. Und diese Erkenntnis mit den ganzen Zuschriften haben die in der Schweiz an den Staatsrat geschickt, ihres zuständigen Kantons, was dazu geführt hat, dass dieser Kanton heute der einzige ist in der Schweiz, der die Fitnessstudios wieder geöffnet hat. Weil denen klar wurde, was ihnen vorher nicht klar war. Woher sollen es die Politiker auch wissen? Also wenn ich mir unsere Politiker angucke, dann sehe ich, da sind die wenigsten in einem Fitnessstudio, schon gar nicht im Bodybusiness, wo man wirklich dann auch Erfolge generiert. Und dann muss man denen das sagen. Und deshalb machen wir auch solche Sendungen wie heute oder schreiben die Mitglieder auch an, dass sie darüber berichten. Also auch wir wollen das versuchen. Deshalb auch ihr schickt den Fragebogen nochmal zurück mit den Dingen, ne, ob zugenommen oder was auch immer da passiert ist. Und dann schreiben wir unsere Landesregierung an und schicken dann auch diese Berichterstattung von euch damit sie nochmal einen Input kriegen, ob es was nutzt, ob wir deswegen früher aufmachen. Wir sind nicht das einzige Studio, das wird bundesweit gemacht von den Fitnessanlagen. Aber ich glaube, jedes Wort hat Gewicht, jede Meldung hat Gewicht, damit die sehen, aha, wir sind da nicht alleine, sondern es sind 12 Millionen Menschen, die das Training vermissen. Ja. Training vermissen wir auf jeden Fall. Jeden Abend, wenn wir zu Hause sind auf der Couch, denkt man, ach, man könnte ein bisschen trainieren gehen. Man könnte ein bisschen reden, wir können ein bisschen Blödsinn machen, ein bisschen quatschen. Ja. Mal in der Sauna liegen vielleicht, das sind alles auch Dinge, die du vermisst. Weniger in unserem kompletten Wochenablauf war das etwas. War fest drin. Dienstags, Freitags war Training, ja. Das teilweise auch Sonntag. Vielleicht Fußball spielen gehen an jeden Montag oder was auch immer. Ja. Oder Kegeln oder so feste Termine hatten wir dann auch. So immer 2 Tage die Woche, das waren feste Termine und das sind dann gegangen. Ne? Auch für euch und für alle, die jetzt gerade zuschauen, wir haben euch auch damit ein E-Book zugeschickt oder den Link zu einem E-Book. Alleine solche Dinge nochmal zu lesen, ne, was das Immunsystem stärkt, was einen gesund und fit hält, sorgt eben für mehr Achtsamkeit im Alter, dass man doch mal wieder vielleicht öfters einen Salat macht, öfters mal einen Schritt nach draußen macht. Lasst euch da gerne nochmal inspirieren, schlagt mal das E-Book auf, guckt euch das mal an. Das geht natürlich auch nach da draußen, das haben wir aus gutem Grund gemacht. Ja, wenn ihr keine Wortmeldung mehr habt, dann sind wir für heute schon durch. Kurz und knackig, aber auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass bald wieder aufgemacht wird, dass wir die Gesundheit, das Gewicht wieder in den Griff bekommen. Und hoffe, dass die da draußen oder ihr da draußen genauso denkt und auch wieder mitmacht. Und ich kann nur sagen, ich vermisse es. Oder? Dann danke für eure Stellungnahme. Danke, dass ihr da gewesen seid. Ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Nächsten Mittwoch haben wir auch wieder eine Live-Veranstaltung. Könnt ihr von zu Hause aus zuschauen. Eine Quiz-Show, die wir noch nie gemacht haben. Schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, was kommt. Ich bin ganz gespannt. Christoph ist da federführend. Er lacht sich hier gerade einen ab. Wir haben, das war, glaube ich, auch Schwerstarbeit unter unseren Mitarbeitern, zwei Kandidaten. Keiner wollte, aber gut, das wird dann befohlen. Nein, alles freiwillig. Wird lustig und ich freue mich ganz besonders auf den nächsten Mittwoch. Demnächst werden wir auch wieder eine Talkshow haben, hier einen Live-Talk über diese Themen. Und danach den Mittwoch erstmal wieder eine Kochshow mit Betty. Das weiß ich jetzt schon, hat mir gerade zugesagt, freut sich schon darauf. Ich weiß aber noch nicht, was gekocht wird. Vielleicht machen wir ein bisschen was in Richtung, der Valentinstag steht ja bevor, was Männer für ihre Frauen kochen können. Mal gucken, ich weiß. Aber nochmal meine Bitte, vielleicht 2 Tage früher. Die Rezepte, ja. Genau. Wir werden die Rezepte früher dass einstellen, das kaufen kann. Dass ihr schön dienstags morgens um 9 Uhr auf dem Wochenmarkt einkaufen Richtig. Könnt. Dass ihr auch die richtigen, leckeren Zutaten habt und genau. nicht das Fastfood aus dem Supermarkt. Genau. Ja? Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's ciao. Gut. Okay, ciao, bis bald. War das okay so?